Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skyline Vacation. Wir haben es jetzt mal aufgehört und haben in der letzten Folge dieses Hotel gebaut, was einer Pyramide ähnelt. Nennt sich allerdings, ja gut, ich habe es jetzt Pyramide genannt, aber es nennt sich eigentlich Design Hotel, war es, glaube ich. Übrigens, ich muss es doch nochmal korrigieren, Pyramide wird doch mit Y geschrieben. Google, ich bin sehr enttäuscht von dir. Ich habe das bemerkt, als ich gestern den Titel für das gestrige Video geschrieben habe. Und er meinte so, die Autokorrektur, ey, warte mal, das wird doch mit Y geschrieben. Und ich war so, ach Mann, das ist doch so ein Scheiß. Aber ja, dann sieht es auch deutlich besser aus mit Y, wenn ich ehrlich bin. So, was haben wir heute vor? Ich möchte gerne die Gegend hier noch ein bisschen ausbessern, heute. Und gerade ist fast nichts in der Nachfrage. Wir können mal das Ganze auf ein bisschen schneller stellen. Und ich möchte vielleicht mir langsam mal Gedanken machen, was wir mit dieser kleinen Mini-Insel hier vorhaben irgendwann mal. Denn die muss natürlich auch irgendwie bebaut werden. Die Frage ist halt nur, mit was, ne? Mit was soll sowas denn bebaut werden? Es ist sehr klein, da passt halt nicht viel rauf. Und hier sind schon wieder Mangel. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir absolut nicht. Wie viel bringt die Maut uns derzeitig? 113 fahren durch. In was? Ah, 260. Naja, geht, ne? Ich bin aber derzeitig wieder am Überlegen, ob wir das Teil einfach abreißen. Weil wenn da halt schon irgendwelche Mangel entstehen, dann würde ich mir langsam Gedanken machen, ob das vielleicht doch deswegen kommt. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängen könnte. Aber ja, mal sehen. Da ist natürlich auch das Problem natürlich, dass hier keiner wohnt, möglicherweise. Dass halt Leute, die dort arbeiten wollen, halt direkt über eine Brücke erst fahren müssen und das auch nicht gerade, naja, das geht auch nicht gerade schnell mit der Mautstation, das ist eine riesige Brücke und ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht sehr viel Spaß macht. Und hier kommen immer noch irgendwelche Autos zu dem einsamen Häuschen hingefahren, warum auch immer. Ja, ich sag ja, das sind irgendwelche Reporter, die dann so irgendwelche Randinformationen haben wollen, warum diese einzige Familie dort auf dieser einsamen Insel wohnt, die gar nicht so einsam erscheint. Aber ja, So, ich habe hier eben eigentlich ein paar Tote gesehen, aber darum wurde sich anscheinend schon gekümmert, das ist gut. Schön, dass auch mal was in dieser Stadt klappt, ohne dass ich da irgendwie zwischenfunken muss. Das ist schön zu sehen. Tatsächlich steigen die Einwohner derzeitig wieder. Und ich überlege gerade, der Fachkräftemangel. Könnte natürlich davon kommen, dass zum Beispiel Grundschule wieder in Nachfrage ist. Und da sind übrigens doch ein paar Tote. Habe ich gar nicht gesehen. Davon wusste ich nichts. Ich baue hier mal eine Grundschule hin. Hier hinten in die Ecke. Direkt an der Hauptstraße. Ist die beste Idee, die man überhaupt haben kann. Aber ja. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich kenne tatsächlich einen Kindergarten in meiner Nähe. Weil daran fährst du immer vorbei, wenn du zu einer anderen Stadt fährst. Die direkt gefühlt, nicht auf einer Autobahn, aber direkt an der Hauptstraße. Und wenn du da aus der Haustür kommst, dann wirst du gefühlt direkt überfahren. Also das ist sehr interessant, wer sich dafür entschieden hat, genau dort einen Kindergarten zu platzieren. Aber hey, warum nicht, ne? War vielleicht günstig. Also ich baue mal hier noch eine Oberschule hin, obwohl da hinten eigentlich eine gebraucht wird. Upsi. Dann platziere ich die doch mal um. Wenn die hier hinten eher brauchen, dann sollen die hier hinten noch bekommen. Ja, jetzt regt euch nicht auf. Warum sind so viele Tote derzeitig? Was hat es damit auf sich? Werden sie einfach nur nicht verbrannt? Aber die Verfügbarkeit ist offensichtlich da. Friedhofauslastung. Ich weiß nicht, ob wir noch einen Friedhof bauen sollten. Ich weiß halt immer nie hin, mit einem Friedhof, wo ich das hinplatzieren soll. Weiß ich halt immer nicht. Es wirkt alles immer sehr ungut. Also immer so sehr unpassend. Ich werde es einfach mal laufen lassen. Ich hoffe, dass sich um die Toten gekümmert wird. Und ja, das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Naja, wird schon gehen, würde ich sagen. Wird schon irgendwie gehen. Oh, dann natürlich braucht die Oberschule da unten natürlich auch ein wenig Wasser. Das ist vollkommen klar. Muss man ja mal zugeben. Hier ist immer noch ein Fachkräftemangel. Der kommt natürlich wieder häufiger vor jetzt, weil, keine Ahnung. Ich meine, gut, ne? Wir haben ja derzeitig auch wieder ziemlich hohe Wohnanfragen. Warum? Pass auf, ich werde jetzt mal.
Ich bin gerade nicht die richtigen Worte. Ich werde jetzt einfach mal hier ein Wohngebiet hinmachen, das dementsprechend dafür da sein wird, auf der Insel zu arbeiten, wenn es klappt. Ich werde bewusst einen Grüngürtel hier zwischen haben, weil ich möchte, dass das Ganze vom Industriegebiet ein wenig entfernt ist. Und dann werden wir hier halt einfach ein paar Häuser platzieren. Weil, ja, warum nicht, ne? Es ist halt, es ergibt halt Sinn, denke ich. Frage ist, will ich jetzt hier so ein Dreieck hin platzieren? Ist auch hässlich, ne? Oh, jetzt habe ich es aus Versehen platziert. Ups. Naja, passiert mal. Nee, reiße ich aber nochmal ab. Ich will schon, dass wir da den maximalen Platz rausholen aus dem Ganzen. Von mir aus können die Häuser dann auch auf dem Sand stehen. Das ist zwar sehr ungünstig und wahrscheinlich auch strukturell nicht gerade wirklich schlau. Aber hey, ne? Wenn die Leute da wohnen wollen, dann sollen sie da auch wohnen. Warum nicht? Ich habe wirklich noch nie ein Haus direkt im Sand gesehen. Wenn, dann halt mit so einem Fundament noch, aber so direkt im Sand? Ich weiß gar nicht, ob sowas existiert. Das wäre echt mal interessant zu wissen und wie das halt, sag ich mal, funktioniert. Weil theoretisch, ne, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass ein Haus auf dem Sand ganz pur steht, ohne irgendein Fundament, was wahrscheinlich erst ausgegraben werden muss und dann muss dort Beton gegossen werden. Aber wenn man einfach nur ein Haus auf den Sand stellt, ne, das sind ja ein paar Tonnen, ne, das ist ja vielleicht noch untertrieben sogar, dann sollte normalerweise ja das Haus wahrscheinlich irgendwann mal im Sand versenken, denke ich. Und das wäre jetzt so mein erster Gedanke, der mir dort kommen würde, denn das wäre ziemlich ungünstig, wenn ich ehrlich bin. Also ich würde jetzt, stell mal vor, du hast so dein Geld zusammengesammelt, du hast über 10 Jahre, mehr als 10 Jahre gespart, denkst dir jetzt so, okay, das Sparen hat sich ausgelohnt, ich kann endlich kann ich mir jetzt mal einen Hausbau leisten. Und dann baust du so dieses Haus auf einem Grundstück, wo einfach nur Sand ist, weil es war günstig. Und auf einmal geht einfach dein Haus unter vor deinen Augen. Das wäre so eine Tragödie. Und das ist sicherlich schon irgendwann mal passiert irgendwem. Da bin ich mir ziemlich sicher sogar. So, ich werde mal das erstmal mit Strom connecten, kurzzeitig. So. Ja, was heißt kurzzeitig? Das müssen wir wahrscheinlich erstmal lassen. Und dann bin ich mal sehr gespannt, wie die Häuser auf dem Sand gebaut werden. Aber wahrscheinlich wird wirklich ein Grundfundament einfach gebaut aus Beton. Und dann hält das Ganze ja auch. So, ich würde hier gerne nochmal, na gut, ich wollte gerade sagen, ein paar Läden zwischenmachen, aber will ich eigentlich gar nicht. Das stimmt nicht. Könnte man da theoretisch einen Kreisverkehr zwischenpacken? Tatsächlich, auch einen großen? Nö. Aber einen kleinen könnte man da hinpacken. Ich mach das mal. So. Können die Leute nämlich auch direkt ins Industriegebiet fahren. Dann kann man hier direkt anconnecten. Und, ja, keine Ahnung, wozu die Straße hier gut sein wird. Die kann man auch nochmal connecten, so. Ja, irgendwie so. Passt schon. Was da noch reinkommt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ein Park auf jeden Fall, aber ansonsten kommen da wahrscheinlich irgendwie Sachen rein, wie Schulen oder so. Damit ich da einfach so ein bisschen Platz habe. Hier sind schon wieder tausende Sachen einfach kaputt. Also, tausende Gebäude gehen gerade wieder in sich zusammen, weil kein Fachkräft... Oh, 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 oh. Weil Fachkräftemangel ist. Alter. Den Blitz konnte man gut sehen. Das war cool. Alter, wie hier wirklich immer zu irgendwelche Leute in Gefahren kommen. Die bekommen so viel Besuch, ne? Diese arme Familie, die hier drin wohnt. Die haben sich das extra gekauft, weil die so ein alleiniges Leben autark führen möchten. Und dann kommen da trotzdem so 50 Milliarden Leute an einem Tag vorbei und denen so Hallo zu sagen und irgendwie eine Torte denen zu schenken und nach einem Interview zu fragen oder so. Das wäre ja so ätzend, Alter. Ich würde so abkotzen. Naja. Oh, wir haben 9 Millionen. Alter, nur noch eine Million von 10 entfernt. Holy shit, das ist eine ordentliche Nummer. 10 Millionen. Das ist so krass. Washington-Residenz. Ey, macht mal nicht so viel Dreck hier hinten, bitte, okay? Passt mal auf mit eurem Müll. Oh nein, das habe ich jetzt erst bemerkt. Schau dich das an. Alter. Das sieht so behindert aus. Das sieht so beschissen aus. Oh nein, von hier sieht es ja noch besser aus. Das habe ich jetzt erst bemerkt. Ich meinte ja so, ja, komm, man kann hier noch so paar kleine Gebäude hinpacken. Schaut es euch an. Das sieht so beschissen aus, ey. Das ist echt... Wow.
die dünnsten und kleinsten Bürogebäude der Welt. Obwohl die eigentlich gar nicht so klein sind. Aber es sieht halt so komisch aus, weil die halt direkt in einer Reihe stehen. Das ist halt so eine lange Linie. Ich bin wirklich am Überlegen, ob wir das nochmal abreißen. Das sieht nämlich gerade wirklich ein bisschen dumm aus. Oh! Metropole! Erreichen Sie die eine Bevölkerung von 40.000. Und wir haben Flughafen freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob der sich jetzt nützlich herausstellt. Aber ja, ist ganz gut auf jeden Fall. Und wir haben ein bisschen Geld dazu bekommen. Die 160.000, das ist jetzt eigentlich nichts mehr heutzutage. Aber trotzdem freut man sich ja darüber. Ich bin wirklich am Überlegen, ob sich diesmal wirklich ein Flughafen lohnen würde. Denn der Tourismus, ne, der läuft ja theoretisch eigentlich ganz gut. Und von daher wäre das ja eigentlich mal eine Idee, die man so angehen könnte. Wäre mal eine Überlegung wert, ne? Also wenn ich den Flughafen irgendwo hinbauen müsste... Alter, da war schon wieder ein Blitz. Einfach auf diese Insel hier rauf. Damit man so viel Geld wie möglich aus den Leuten rausholen kann. Da macht man hier nämlich einfach noch ein Schiff, was nur darüber geht. Nee, das will ich nicht machen. Jetzt aber mal so theoretisch. Wo könnte ich denn einen Flughafen so hinplatzieren? Weil da steht ja sonst immer Gefälle zu steil. Ah, hier überall zum Beispiel. Ja, wir haben diesmal ja eine ziemlich gute Fläche an sich erwischt. Ja, hier könnte man theoretisch einen hinpacken, ne? Aber weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich meine, das Teil kostet halt 5.000 in der Woche. Das geht halt sogar. Wir machen halt 35.000. Da würden wir jetzt nicht im Minus landen. Also keinesfalls. Aber trotzdem, ich habe das falsch abgerissen. Na toll. Aber trotzdem bin ich mir unsicher, ob sich das am Ende denn rentiert. Denn wie gesagt, unsere Stadt ist eigentlich tourismusmäßig ziemlich gut am Laufen, würde ich einfach mal meinen. Wenn man das irgendwo ansehen kann. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo sehen kann. Ich weiß nur, dass das hier das Tourismus... die Tourismuseinnahmen sind. Das sind 120.000. Das sind unsere größten Einnahmen. Wir machen am meisten Geld mit Tourismus. Normalerweise müssten wir dann einen Flughafen platzieren. Und ich bin gerade am Überlegen, ob es sich theoretisch auf dieser Insel lohnen würde. Weil an sich, ne, wenn man mal davon ausgeht, dann ist das natürlich schon ganz nützlich auf so einer Insel. Wäre natürlich wirklich eine Überlegung wert, ne? Aber das nimmt natürlich trotzdem sehr viel Platz auf der Insel weg. Kann man das irgendwie drehen? Also ich würde es, wenn dann hier hinten irgendwo hinpacken. Einfach hier so an die Hauptstraße. Wird ja auch gar nicht laut oder so. Nee, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich schon inzwischen ein Flughafen lohnen würde. Aber dennoch bin ich mir sehr unsicher bei dem Themengebiet. Ich weiß nicht. Vielleicht auch hierhin einfach? Hier hinten in das Gebiet rein? Aber wie gesagt, das ist mir ein bisschen zu weit entfernt. Ich weiß halt nicht, wir haben halt auch keinen öffentlichen Nahverkehr. Ich weiß halt nicht, ob sich das lohnt dann. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob man theoretisch, wenn diese Insel hier ein bisschen größer wird, ob man hier nicht theoretisch ein Busdepot hinmachen könnte und den öffentlichen Nahverkehr einfach kostenlos machen könnte, weil das zieht natürlich auch sehr viel Tourismus an. Nehmen wir uns ein Beispiel an Luxemburg. Naja. Mal sehen. Falls ich übrigens ein bisschen krank klinge, meine Nase ist ein bisschen dicht. Das ist sehr ungünstig. Aber ist schon okay. Gehört dazu. Sind immer noch die Nachfolgen der Gamescom. So ist das manchmal. Ich platziere, glaube ich, hier wirklich nochmal ein Resort hin. Auch wenn ich sehr ungern die gleichen Gebäude überall hin platzieren möchte, aber es ist halt das, was am ehesten auf diese Insel raufpasst. Oder wir machen noch irgendwas anderes, aber da bleibt ja nicht viel. Außerdem macht das ja auch nicht so viel Profit, der andere Kram. Da wird halt nur das Problem wieder Shopping sein, ne? Das ist halt so, das ist ungünstig. Könnt ihr hinten noch eins hinpacken? Hier so hinter? Eigentlich, ne? Wenn man drüber nachdenkt, könnte man hier eine Straße entlang gehen lassen und hier noch eins hinpacken. Ich versuch's einfach mal. Wir machen hier eine Straße entlang. Dann nehmen wir uns das Hotel. Platzieren das einfach mal. So nah wie möglich an den Shops ran. Aber so. Mal sehen, ob das funktioniert. So wie ich es mir vorstelle.
Ich hoffe, das beeinträchtigt jetzt nicht diese Hotels hier. Nee, alles gut. Okay, das freut mich. Das ist gut, dass es immer noch läuft. Und das hier, naja, gut, die Natur ist halt nicht ganz voll, leider. Das könnte definitiv noch ein bisschen besser sein. Aber so Shopping ist halt schon mal fast voll. Das ist halt wirklich ziemlich wichtig schon mal. Würde ich nämlich einfach sagen, dass man hier noch ein paar Shops hinpackt. Einfach vor das Ganze. Ups. Das will ich natürlich nicht haben, dass es hier weitergeht, die Straße entlang. Mm. So. Da kommen einfach mal Shops hin. Und ein Park vielleicht noch, wenn da einer hinpassen sollte. So ein ganz einfacher, aber ein bisschen größerer am besten. Oder ein Touristenpark natürlich, ne? Das wäre auch eine Möglichkeit. Wo waren die denn nochmal? Oh, das ist so ein japanischer Park, ne? Ist auch sehr cool. Der ist sehr klein. Der ist zu groß. Der ist zu klein. Mann, ich finde dieses Mittelmaß nicht. Es wird schon gebaut. Nein. Das ist alles so klein, der Rest. Kaffee? Wie wär's mit einem Kaffee? Es war direkt eins hinter euch, aber warte mal. Da steht ein Kaffee, ne? Dann lass hier ein Restaurant hinbauen. So. Problem gelöst. Ja gut, die Sehenswürdigkeiten ist an sich, die ist an sich voll. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe gerade. Naja. Was soll's. So, was wir auf jeden Fall noch brauchen, da steht nämlich mehr Natur. Ich weiß halt immer nicht, wie viel das letztendlich bringt, wenn man hier noch Bäume künstlich hinplatziert, aber ich würde halt einfach mal sagen, wir machen's. Und es sieht ja eh schöner aus so, von daher ist das ja kein Problem. Die Frage ist, was nimmt man da denn jetzt für Bäume? Welche tropischen einfach so mittendrin. Wirklich viel zur Natur beitragen tut das allerdings auch nicht wirklich, ne? Aber ist egal, das Ding ist auf jeden Fall gleich schon mal voll. Und an sich macht es jetzt schon genug Plus, wenn man davon ausgeht. Also von daher hat sich es eigentlich jetzt schon gelohnt. Was steht hier schon wieder leer? Achso, das. So ein Teil können wir hier auch nochmal hinplatzieren, auch wenn leider die Sehenswürdigkeiten nicht ganz ausgemaxt sind. Das ist vielleicht ein bisschen ungünstig. Ach, ich bin wirklich am Überlegen, ob wir hier einen Flughafen hin machen, ne? Einfach hier hinten in die Ecke rein oder so. Da würde es ja keinen stören an sich. Dann wiederum, hier ist halt der Strand, ne? Ah, das ist alles ein bisschen schwierig. Weil ich würde gern einen Flughafen hier drauf haben, aber wie gesagt, ich weiß halt auch nicht, inwiefern sich sowas lohnen würde. Also, mein vorheriges Ich aus der ersten Staffel City Skyline würde sagen, nee, baue's nicht, das lohnt sich absolut nicht, das ist voll ein Reinfall. Aber mein jetziges Stadt-Ich würde halt schon so sagen, yo, bau mal einfach einen Flughafen. Einfach mal gucken, was da so passiert. Hätte ich halt schon Lust drauf, wenn ich ehrlich bin. Hätte ich schon Lust drauf. So, hier machen wir mal noch einen Park hin. Am besten gleich einen großen, ja. So, damit es die Leute dort ein wenig erfreut, dass dort jetzt ein Park ist. Wie sieht es eigentlich nochmal mit der Schuhauslastung jetzt aus? Oder Müll? Okay, wir brauchen nochmal irgendwo eine Müllverbrennungsanlage. Das ist aber kein Problem. Denn da können wir einfach theoretisch eine hinten in die Ecke packen. So. Dann sollte das geklärt sein. Ein wenig zumindest. Okay, ist schon mal der erste Einbruch. Dann kann hier schon mal ein Polizeirevier hin. Von mir aus auch ein größeres. Weil das würde Sinn ergeben an der Mautstation hier vorne. Man weiß ja immer nie, ne? Also es ist ja ein bisschen gefährlich auch manchmal. Es geht auch ein bisschen gefährlich zu. Dann wiederum an sich bräuchte man auch nur eine kleine, ne? Guck mal, die bauen wir direkt in den Kreisverkehr hinein, damit der in beide Richtungen fahren kann. Das ist, denke ich, schlaues Denken, was hier vor sich geht. Naja. Fokussiert am Ende eh wieder nicht so, weil die KI ein bisschen zu dumm für alles ist. Stehen schon wieder Gebäude leer. Übrigens, das mit den Warenmangel, ne, das liegt daran, das wurde mir in die Kommentare geschrieben, dass das Industriegebiet hier nicht in der Nähe ist. Problem ist nur, ich weiß nicht,
wo ich hier noch Industriegebiet hinbauen möchte, weil das verdreckt halt immer alles und das ist halt auch unschön. Naja, muss ich mal gucken. So. Ich habe natürlich nicht drüber nachgedacht, dass das gar keinen Strom bekommt, das Gebäude hier. Bisschen ungünstig. Okay, gut. Ich wollte gerade sagen, als ob das jetzt nicht ausreicht. Ich wollte schon gerade sagen, als ob das nicht nah genug dran wäre. Oh, wir haben gerade schon wieder so einen Fachkräftemangel, ne? Ich könnte kotzen. Was ist denn das? Mein Albtraum ist mal wieder in Erfüllung gegangen. Also, ja, gut. Ich weiß nicht, ob man das in so einem Satz nutzt. Aber ja. Gut. Oh, da war schon wieder ein Blitz. Gut, ich würde auf jeden Fall sagen, in der nächsten Folge werden wir mal gucken, dass wir das vielleicht ein bisschen gefixt bekommen, das ganze Problem. Ansonsten werde ich mir auch nochmal überlegen, ob wir vielleicht wirklich mal einen Flughafen bauen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das haben wollt in der Stadt. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von City Skyline. Lasst eine Bewertung da, habt noch einen wunderschönen stattlichen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye!